Yo YouTube, was geht ab, was geht ab? OZ1, Deutschraps General ist in the house. Ihr wisst Bescheid, wir kommen auf den BZ-Kanal. Ihr wisst Bescheid, ich bin hier mit meinen zwei Gästen heute, BZ und Emre. Dankeschön fürs Einladen. Kein Ding, Bruder. Willst du was trinken? Bruder, ein Chai. Bruder. Ein Chai? Okay, kommt nach der Reaction. Ruf mal jemanden. Nein, Bruder, also, wir haben... Ich hol dir gleich, Bruder. Keine Sorge. Und wir gehen heute auf Seko und Akawi Block Wein. Selbst hast du die Songs angehört? Irgendeinen davon? Bruder, den jetzt nicht, aber ich schwöre, ich habe viele gehört. Ich habe ein Gramm und so gehört, aufs Ganze, boah, aufs Ganze. Das ist das gar nicht. Das sind die ganz neuen Songs jetzt. Ach so. Das ist von der letzten Episode. Warte, lass mich überlegen. Ja, ist das da mit Shabab, Kenan und Vito? Genau. Ja, da war auch. Aber hast du vielleicht nur auf TikTok gesehen, ne? Ja, ich habe jetzt nicht die Folge geguckt, aber ich habe es gesehen trotzdem. Check, ich check, okay. Let's go, gucken wir mal, was du zu den Songs sagst. Seko, Akawi. Boah, Seko feier ich auch. Ja. Yeah. Boah, was ein Hintergrund. Krass, ne? Wallah, ja. Check. Komme rein in das Game, alles ausschalten. Piratenfahne hoch, wer will uns aufhalten? Sobald wir dich am Nacken packen wie eine Raubkatze, wird der Affe klar, dass dein Traum platzt. Check, alles brennt, lass das Risiko steigen. Leute reden vom Geschäft, doch müssen Stickies rumreichen. Volles Fund, bis sie die Visionen teilen und den Namen Seko riesengroß schreiben. Anderes Kaliber, immer wieder One-Shot. Noch immer mit derselben Gang, ich fick dein Kontakt. Jeden Tag eine Session bringen Lieder en masse. Den Schaden, den wir machen, könnt ihr niemals auffangen. Check. Vampire in meinem Viertel sind auf Beutezug. Ein ganz falscher Ort, falls du Freunde suchst. Nichts gesehen, nichts gehört, wenn du Zeugen rufst. Wegen solchen Moves siehst du Leute Blut. Ha! Lieber Gott, für mich so einsam. Zwischen Rauch und denselben Blocks. Hab das Gefühl, meine Zeit rast. Und ihr danach geht's wieder von vorn. Die Sonne scheint, doch bin eiskalt. Hatten wir eine andere Chance. Eine andere Chance. Wenn der Regen in den Block weint, siehst du sie rehen unter Mondschein. Mütter schreien, kommen die Cops rein. Oh, wenn der Regen in den Block weint, kriegt der Teufel nicht den Kopf frei. Jede Nacht sind wir offline. Oh, jeden Tag dasselbe, alles Routine. Hunger viel zu groß, niemals zufrieden. Der Kopf dreht sich wieder wie eine Turbine. Glaube mir, mein Wille war doch nur Liebe. Ah. Find seit Jahren nicht mehr ein, weil die Straße macht sich leicht. Wir gehen ein, so wie Orchideen. Heute zahle ich den Preis, um mir selber zu verzeihen. Fühlt sich an, wie den Tod zu sehen. Auf der Suche nach dem nächsten Strike. Trage Narben im Gesicht, die das Leben schreibt. Nichts ist für die Ewigkeit. Immer weiter, diese Reise ist doch eh nicht weit. Lieber Gott, für mich so einsam. Zwischen Rauch und denselben Blocks. Hab das Gefühl, meine Zeit Was sagst du? Ich hab gesagt, die Bridge, die Akawi da bringt, ist das Beste am Song. Ja, feier findest du? Ich sag dir eine Sache, Bruder, du weißt, ich bin immer ehrlich. Mhm. Wallah, ich bin immer ehrlich. Normal. Die haben aus dem Beat so gut wie das Beste rausgeholt. Deren Performance stark, Text stark, ich habe auch extra sehr krass drauf geachtet. Sehr kurz abgerissen. Aber ich sag dir ehrlich, es ist für mich vom Streaming-Faktor her, vom Pump-Faktor her, jetzt nicht meins. Ja, ja, ich verstehe. Subjektiv gesehen, nicht meins. Objektiv gesehen, guter Track. Ja. So ist meine Meinung, Bruder. So. Es ist wie eine schöne Orange, aber ich stehe auf Äpfel. Weißt du, so ich das vorstellen. Okay, okay. So, also, war jetzt. So, wenn ich ehrlich check, was bin, du meinst. Ich fand am besten an diesem Video jetzt Emre sein Trikot, Alter. Ja, das war schon. Bist du Messi-Fan? Ja, Bruder! Ich lebe dich, Land! Kommt alle Land! Kommt alle, wer kommt will? Alle Land! Team Emre Land! Kommt alle Land! Wer ist der beste Fußballer? Haschaschasch, Bruder! Den hat er nicht vergessen. Stimmt! Haschaschasch, Bruder! Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Haschaschasch. Und ihr danach geht's wieder von vorn. Ja, aber ehrlich, geil, das doch bin eiskalt. Hatten wir eine andere Chance. Eine andere Chance. Oh, immer wenn der Regen in den Block weint, siehst du sie rehen unter Mondschein. Mütter schreien, kommen die Cops rein. Wenn ich den Kopf frei, jede Nacht sind wir offline. Zakawi am Anagol. Geil, Alter. Zakawi am Anagol. Stark, okay. Das ist der erste Song gewesen. Wallah, meine Brüste. Stark, geil. Ich feier beide sehr, wallah. Dann machen wir weiter mit Eurowings. Kennst du den Song schon?
Habe ich auch auf TikTok. TikTok. Auf TikTok habe ich das auch. Okay, gesehen. Okay, okay. Ich okay. Hab, Bruder, ich habe mich kaputt gelacht, als ich den Titel gesehen habe. Eurowings. Ich war so, Bruder, was kommt jetzt? Ich habe direkt so an Hi, Carly, Stone und irgendwie. Ach so, ja, hätte passen gar. Können. Aber den habe ich noch nicht gehört, also da kenne ich gar nichts. Okay, stark, jetzt stark, 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 stark. Kopf voll in der Nacht, mach schnapp, wer satt oder lande ich doch hinter Gitter. Draußen abkack, Bros sind lagt ab, hinterm Komma fehlte noch eine Ziffer. Mach Randale, weil's in meinem Viertel um Barra geht. Los Allahain, komm mit Kali, Andale, Andale. Von España bis nach OZF, halt am Codex fest, dass die Rolex glänzt. Siehst mich auf Jagd, will den Nero sehen, wird es so unbequem, wird so 110. Ei, ei, sag mir schau, ich verkauf den Scheiß. Ja, ich lauf vor den Cops in Mikes. Tracksuit sitzt, hab den Stoff dabei, deine Bitch ruft an und wir kommen zu zweit. Zu zweit ready to die, bereit für die Last eines Bitters. Klopf, klopf, komm rein, so hypnotized, wenn du merkst, wie es dann bei dir schimmert. Los, los, lass rein, stimm die Siedlungen. Muss los, kehr heim, oder komm, wir fliegen eine Runde. Stadt am Rhein, fick auf 9-to-5, ihr Schild 6 auf Hand. Quatsch nicht viel, besser komm vorbei. Brauchst du braun, grün, weiß, beins, bist du satt. Hab die Digi immer griffbereit, ja ich wieg den Scheiß, bin verliebt im Guap. Take that risk, baby, don't be shy. Vielleicht trifft es dich, besser ist du Schnaps. Que pasa, hola, señora, sie Beamte lauschen im Honda. Fahr mit Alter, während Transporter unser Plan, was ich mehr in Kosovo. Keine Zeit, flieg endlich los und oh. Lass uns hoch, hoch bis zum Mond. Bin im Batimo, ruf mich an, wenn du Kali brauchst. Nazischer Lucifer, ja, wieder flüstern, dass ich die Kraft beklau. Kein Problem, mach's im Handumdrehen, ich nimm alles mit und gib alles aus. Hol dich aus deinem Wand am Film und bummst deine Bitch, hä? Ja, ich schlag dich aus. Komm, wir fliegen eine Runde im Euro-X bis nach Malaga. Die Kauna siehst du im Dunkeln, mach Arruina, hab ein Radar. Renn, renn, vor Policia durch die Playa. Bang, bang, mach mit uns besser kein Tantana. Wir fliegen eine Runde im Euro-X bis nach Malaga. Die Kauna siehst du im Dunkeln, mach Baba-Song. Wallah, stark, Alter. Und was sagst du zu dem Song? Bruder, viel stärker als der erste Song, meine okay. Meinung. Geil, sehr geiles Ding. Die Kombination ist krasser, hätte ich nicht gedacht. Yesin und Kali. Haben wir auch nicht gedacht, tatsächlich. Was ich, Bruder, wir sind, das liebe ich, Bruder. Zwei Lines sind mir unnormal im Kopf geblieben und dann noch von beiden. Also von jeweils die beiden eine Line. Mhm. Von Kali war das, ruf mich an, wenn du Kali brauchst. Geiles Wortspiel. Ja. Und von Yesin war das, soweit ich weiß, Adaver war nicht in der Villa, ne? Nein. Trotzdem hat er gesagt, ich raste mit Adaver oder irgendwie sowas. Mhm. Hat er gesagt, Wallah, stark, sowas feier ich, Bruder. Sowas finde ich richtig geil. Deshalb auch so vom Vibe her, Vibe, my beat, meet, Moruk, alles war krass. Wallah, das war stark. Jetzt eine andere Sache. Guck mal, du hast jetzt die schwierige Aufgabe. Du musst zwei davon eliminieren. Von wem? Seko und Akawi oder Kali und Yesin? Seko und Akawi. Hättest du eliminiert? Ja. Also wenn ich... Das war doch die Frage, oder? Ja, ja. Ja, okay. Hast du... Ja. Ja. So. Okay. Den habt ihr rausgewählt? Auch. Ja. Ah, okay. Habt ihr alles richtig gemacht, voilà. So, Rasha, Kali und Yesin. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ist das dieselbe Folge? Ja, ja. Voilà. Kali, Rasha. Rasha feiere ich sehr, sehr persönlich, ne? Ja, okay, feierst du seinen Style? Es ist ja nicht mein Style, ne? Weißt du? Ja, ja. Bruder, kennt ihr von ihm Dings? Das wird, glaube ich, weiß nicht, ob das über Icon released wurde. Kalter Dezember? Nein, Ghetto Melancholie. Ja. Bruder. Mhm. Bruder, das ist ein Song, ne? Ich schwöre auf alles. Ich habe den auseinandergenommen. Das sage ich mit Herz, Bruder. Rasha, diese Ghetto-Melancholie. Ich feiere ihn sehr, sehr, sehr. Jetzt bin ich gespannt, was er hier gemacht hat. Voll mit Demenslauf. Und mein Bruder sitzt in Bella.
10 Jahre nehm ich für ihn auf der Stadt, wo ich häng, ich hab Kali im Gepäck. Du rufst deine Freundin an, doch ich schau die Alte weg. Kein Problem, sag BD, Lemon Cushion zu CB. Aber Rennfahrer Haria schneller weg als Mbappé. Ich hab das, was du suchst, ich hab Hasch, ich hab Schnuff. Ich mach Bats auf der Stadt und du schaust mir nur zu. Sag Bischof, häng in Malaga für die Kunst und zauber dir dennoch weiter den Hasen aus dem Hut. Wegen Hektra wurden alle zu Verbrechern. Das einzige, was uns weckt, ist der Hamburg, nicht der Wecker. Lass die Sonne auf und scheppern, heute hat doch morgen besser. Muftara da draußen, falls sie fragen, ich bin netter. Ahnung haben sie, well, who geht alle in Deckung? Bitte Bella Test und Co. ist eine Festung. Sag, warum bin ich in dieser Welt gefangen? Mein Bruder hinter Gitterstäben schaut nach draußen und sieht diesen Fensterregen und schreit, ich will raus. Guck, ich will einfach nur hier raus. Boah, ein Umbrella, Ella. Tiefgarage voll mit Pickets, ja, guck, ich lauf. Und mein Bruder sitzt im Bella. 10 Jahre nehm ich für ihn in Kauf. Boah, ein Umbrella, Ella. Tiefgarage voll mit Demonslauf. Und mein Bruder sitzt im Bella. 10 Jahre nehm ich für ihn. Ich tu das, was ich tun muss, um zu kriegen, was ich will. Zieh das Kusch in die Lungen, rauch Gelato, wenn ich chill. Fick die Bitch, ein paar Runden und ich komm auf ihr Gesicht. Zieh ein Sprint vor dem Bullen und über Zaun, ich mach ein Flip, ha? Das ist so ZF. Wow, geil. Auch geiler Song. Aber ey, Ozan. Ja, mein Brix. Wie fandest du die? Als Kombination oder meinst du den Song? Den Song, die Kombination, die Künstler. Ungewohnt. Ungewohnt. Aber Bruder, nicht schlecht, ja. Okay. Fand's gut, ich fand's cool. Ich fand aber, Kali und Yasin alleine haben mehr harmoniert, also hatten mehr Chemie, weißt du. Rasha hat auch reingepasst. Ihn als Einzelnen fand ich geil, weißt du, aber so in Kombination fand ich das Duo, sag ich mal, besser als das Trio jetzt. Aber die waren nicht auch ganz rund, meinst du? Ja, genau, ja, es ist nicht ganz rund, aber es ist cool. Das hatten wir auch auf jeden Fall mehr, ja. Ja, Mann, und ja, der Song war nice, so, ich weiß nicht, Bruder, ja, schwer. Ich fand am stärksten, fand ich Yasin, bin ich dir ehrlich. Er hat abgerissen. Und jetzt sage ich hier eine schwierige Sache. Ja. Wir mussten einen von dieser Gruppe eliminieren. Boah, okay, das ist ehrlich schwer. Wen hättest du rausgeworfen bei dieser Gruppe? Boah, Bruder, ich will gar nicht Ich hab extra gewartet, bis du sagst, wen du am stärksten fandest. Ich will gar nicht sagen. Ja, Jesse finde ich am stärksten. Die hätte ich auf jeden Fall nicht rausgeschmissen. Also, okay. Mann, guck mal, ich habe eine Frage an euch. Ja. Wenn ihr bewertet und jemanden rausschmeißt, ja. Es geht doch immer um den Song. Es geht um den Song. Es geht um den Song. Ja. Aber was sagst du jetzt rein nur vom Bruder, Walla Billa, ne? Ich tendiere zwischen Rasha und Kali, aber ich kann mich nicht entscheiden. Walla Billa, ey, ihr tut mir voll leid. Ist hart, ne? Ist herbe hart, ich schwöre. Es hat Kali getroffen. Weißt du warum? Oh. Weil er. Aber weißt du warum? Weil er hat da den Text gerappt, den er bei Icon 3 hatte. Ja, hab ich auch gemerkt. So. Ich sag dir so, weißt du, was der Fehler war? Eigentlich finde ich das gar nicht schlimm, alte Texte nochmal so auf neue Beats zu rappen. Aber das Problem hier war, auf dem alten Beat kam der Text geiler als auf dem Beat. Weißt du, was eigentlich das Problem war? Das war eigentlich echt nicht schlimm, dass er den Text nochmal gebracht hat. Ich finde sowas gar nicht. Das Problem war, den Text, den er da genutzt hat, den hat er nicht in einem Song genutzt bei Icon 3, sondern einfach so beim Rappen oder beim Freestyle. Okay, ja, dann ist sogar noch. Aber das Problem ist, als ich da in der Jury saß, mir kam nur der Text bekannt vor. Woher soll ich nach 3 Jahren noch wissen, dass das kein Song mehr war, sondern einfach, der hat den so gerappt. Ich hatte es trotzdem noch im Kopf und ich dachte die ganze Zeit, es ist aus irgendeinem Song. Ach, weißt so, du, was ich meine? Ich verstehe. So. Aber ich sag dir ehrlich, Walla Kali, ne, ich schwöre auf alles, du bist mein Bruder. Ey, ich sag dir ehrlich, im Knast habe ich mich mit Kali mit am meisten verstanden. Ich habe auch, glaube ich, 60% der Zeit, wo ich da war, nur mit ihm gechillt, glaube ich. Du warst ja auch ab und zu mit ihm zusammen zu chillen. Du auch, glaube ich. Normal. Mein Bruder, OZF Kölle, du weißt. Aber Walla, ich glaube, ich hätte ihn ja auch rausgeschmissen, wenn ich mich entscheiden müsste. Es geht weiter, was war jetzt? Was passiert jetzt? So, jetzt haben wir Skandal, Azu Baré mit Mifa. Das ist eine krasse Kombi, Alter. Jetzt bin ich herbes. Baba, Bruder, ja? Ja, ne? Lass einfach machen. Warte, lass einfach so machen. Okay. Für die Mifa riskier ich ein Vierer, mach's mal wieder und falle mal tiefer. Boah. Alter, warum hat der? Ihr wisst Bescheid, Baré ist mein neuer Ghostwriter. Ah, nein, das kam cool, dieses Intro. Fand ich nice. Wesh, wesh. Skandé und Azu. Ey, Skandal ist so random, ne? Ja, ich schau, mein Bruder, Skandi, Walla, du bist mein Bruder, ich liebe dich, ich schwöre. Ich schreibe ab und zu mit ihm, der Typ ist Killer, Alter. Ja, ja, 100%. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder, auch wenn es sei
weiß, dass wir uns nie mehr sehen. Mama weiß, ich hab im Tageslicht kein Auge auf. Wenn der Mond über den Dächern steht, ich laufe raus. Für die Mifa muss ich parat zählen, entweder legal oder mit Haram ist. La Familia, mach das Cashen und mach dir kein Kopf, Habiba. Ich komm zurück, wenn ich muss. Für die Familie zieh ich in den Krieg, ich sterbe als Märtyrer. Lambo-Reifen brenn ich, fahr in Speedgas, kein Märtyrer. Bei Depression brauch ich kein Antidepressiva. Alles was ich brauch ist meine Gun und meine Mifa. Aiwa. Geil. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder. Wenn es heißt, dass wir uns nie mehr sehen. Ich wollte nie so sein, doch wir sind, wie wir sind. Heute gleite ich durchs Leben wie eine Feder im Wind. Als Kinder spielten wir mit Steinen, nein, es gab kein Playmobil. Deshalb stapel ich die Scheine heute, als würde ich Lego spielen. Isolé, weil ich nachts nie da war, auf meinem Weg werde ich gejagt von damals. Es geht um Fluss machen, ihr seid zu klein für meine Fußstapfen. Nicht therapierbar, ganz egal mit welchem Gutachten. Mesha geht, ich geh rein für sie mit Liebe. Am Ende des Tages, was bleibt, ist die Familie. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder. Wenn es heißt, dass wir uns nie mehr sehen. Wow. Boah, Junge, auch ein sehr cooler Song. So, Bruder, was Respekt. Würdest du jetzt schon wieder sagen? Wer war der Beste? Boah, Bruder, hört doch auf, Alter. Und wen würde... Ja, Bruder, aber das ist ja das, was wir durchmachen müssen. Ja, ich bin doch kein Jury, Bruder. Was hast du mir gemacht, Alter? Ja. Aber aus künstlerischer Sicht würde... Okay. Weißt du? Aus künstlerischer Sicht, nicht aus Konsumentensicht. Okay, ich rede jetzt wie ein Dieter Bohlen. Okay, okay, komm, ja, komm. Guck mal, ganz einfach. Wer hat die Hook gemacht? Barre X Azu. Ja, so. Die Hook ist für mich das Beste am Song, deshalb kriegen die beiden schon mal Pluspunkte. Okay. Textlich Part gesehen, aber fand ich Skandal am stärksten. Okay. Das bedeutet, er kriegt auch Pluspunkte. Okay. Welchen Part fand ich jetzt stärker? Den von Azu oder von Barre? Ja. Bruder, das ist herbeschwer, Alter. Wen ich jetzt rausschmeißen müsste? Ja. Okay, hier fällt die Entscheidung wirklich am schwersten. Jetzt sind einfach alle rausschmeißen. Nein, sag mal, komm, bitte. Nein, komm, Allah, ich sag. Aber ich schwöre, wenn ich wüsste, würde ich sagen, aber ich überlege gerade, das ist voll schwer. Das Problem ist, jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man da? Arme Nachbarn. Bruder, Wallah, warte. Ich will jetzt nicht Namen sagen, warte. Das ist hart, Bruder. Ich schwöre, das ist hart. Der Tag hat auch mein Herz gebrochen, Bruder. Guck mal, ich schwöre, würde ich den Song 3-4 Mal hören, dann würde ich dir sofort sagen, wen. Aber jetzt. Wir müssen auch nur einmal. Wir hören auch nur einmal. Wallah. Einmal und direkt die Entscheidung treffen. Direkt Batz. Ist nicht so, dass wir den nochmal im Studio 100 Mal hören können. Wir müssen direkt vor Ort. Du musst dir vorstellen, die stehen da und wir müssen direkt denen ins Gesicht sagen, wen wir rauswerfen. Ist nicht so, die gehen nochmal, wir überlegen. Nein, gibt's Bruder, nicht. Ja, ich glaube, Barre, ja. Barre? Ja, leider, Alter. Wir haben auch Barre rausgeworfen. Na, ey, Jux, guck mal. Walla, ich schwör vor meine Mutter so. Wer sagt, Jani, das ist korrupt, Jani. Walla, das ist nicht abgesprochen. So, weil ich fand, Azu hat die Hook ein bisschen schöner rübergebracht. Okay. Und Skandal hatte einen zu krassen Part. Ja. Er war halt nicht an der Hook beteiligt. Mhm. Weißt du? Mhm. Deshalb, ja, Bruder. Aber guck mal, ne, es ist jetzt nicht so, Barre raus. So. Es ist so, man muss ja einen rausschmeißen. Es geht nicht Barre anders. Leider raus. So, wenn jetzt einer hier ist, einer hier und einer hier. So, ich bin ja immer hier, ne, zum Beispiel. Aber wenn einer hier ist, einer hier und einer hier, dann heißt das nicht, er ist viel besser oder was auch immer, weißt du? Es ist ja auch, normal. Ah, schwer. Aber Barre, ich liebe dich, mein Bruder. Wenn du das Video siehst, mein Bruder, Wallah, er ist auch sehr, sehr süßer Typ. So, jetzt haben wir Vito. Das ist der krasseste Song, den habe ich schon gehört. Ja? Den habe ich auch komplett gehabt, den auf Spotify gepumpt. Okay. Das ist der beste Song. Lass mich raten, bevor wir jetzt hören, du fandest Shabab am besten? Ja. Warum? Weil es da um diesen kurdischen Part geht? Nein, Bruder, ich sag dir. Nein. Nein. Natürlich nicht. Nein, ich schwöre nein. Ich sag dir warum. Guck mal, so, Shabab ist hier, Kenan ist hier. Okay. Weißt du? Aber warum Shabab?
Weil Bruder, ich schwöre, die haben ja die Hook so abgewechselt. Ja. Erstmal sagt Shabab einen Teil von der Hook und dann macht Kenan den anderen Teil. Ja, 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 dann übernimmt Shabab den Teil und Kenan diesen Teil. Ja, ja, haben die geil aufgeteilt. Und ich finde, bei beiden Teilen überwiegt Shabab. Okay. Bei beiden, ob es dieses Singen ist oder dieses bisschen schneller, bei beiden fand ich Shabab besser. Okay. Aber Kenan ist trotzdem ein Motherfucker. Was er da, ey, so, Walla, wer mich wirklich überrascht hat in der Villa, war Kenner. Ja, und so. Jeden, glaube ich. Ey, er hat gemacht. Ich schwöre auf alles. 100%. So, deshalb nur lieber an ihn. So, aber Bruder, Shabab, boah, das war schon krass, Bruder. So, rein vom Sound, rein vom Song, fand ich Shabab am besten. Hallo, die Kinder auskommen. Breaker, Messer und Hasch, ihre Liebe war fick wie die Sterne am Dach. Kind aus der Wüste trägt heute Monklisi. Schmerz in der Brust, deshalb nur lacht im Jibi. Herbisch, ich hallo, die Kinder aus Kurdistan wohnen zu Stars in Europa. Viele Young G's in der Hut gegen Hajar und hören im Schul auf Shabab und Gemotor. In Europa, das beste Flex Marrakesch in mein Torba. Knackate wie Schieb, da Relief an Coca. Du bist ein Love, ist die Maradona. Sei deine Schuld, nur es wie Paya. Ja, ich klatsch dich heute weg. So viel Sorgen, ich ertrink's hier in mein Glas. Wir haben gar nicht über Vito geredet, fällt mir gerade auf. Mhm. Ich schwöre auf alles, ich habe auf TikTok gesehen, Leute haben nur über Shabab und Kenan geredet. Aber Bruder, weißt du, was Shabab und Kenan Zug erst so geil macht? Ich schwöre auf alles, Vito sein Part. Weil das ist dieser Aufbau, das leitet das zu ein. Der Hook. Ja, die Hook ist zwar Bombe, eine 10 von 10, aber sie ist eine 10 von 10 durch diesen Aufbau. Ja, ja. Guck mal, wie er da reinkommt. Auch durch den Stimmkontrast. Ja, diese Stimmlage, Bruder, Vito hat auch abgerissen. Ich schwöre auf meine Mutter, die Leute sollen nicht seinen Hack nehmen. Das stimmt. Der war krass. Voilà. Wenn sie sich schlafen legen, werd ich grad mal wach. An so vielen Orten, ich weiß nicht mehr, wo ich war. So viele Nächte schon seit Jahren allein verbracht. Amiga, ich muss ring Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss ring Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Nightlife, Fuß und Bus. Der Part ist nicht stark. Ich mach kein Cash mit Flows. Black im Benz vor Shows, denn Dolly hat mich auf Kamera raus. Mit Motorroller, flucht doch Dolly hängt fest am Toller. Hab's paar Years ab Dope im Koffer und wenn's klappt, mach ich noch 10 auf Locker. Du Gangster warst, mit deiner Schrecksus aus deinem Lexus. Es ist nicht mehr wie damals, weil ich hier weg muss, viel passiert im Bando. So viel Sorgen, ich ertrink's hier in mein Glas. Wenn sie sich schlafen legen, werd ich grad mal wach. An so vielen Orten, ich weiß nicht mehr, wo ich war. So viele Nächte schon seit Jahren allein verbracht. Amiga, ich muss rein Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein Guardia Civil. Geiler Song, Bruder. Oh Amiga, ich muss rein Guardia Civil. Oh Amiga, Amiga, Amiga. Walla billa, das war Motherfucker. Für mich persönlich, aus der Folge, für mich persönlich, für meinen Geschmack, der beste Song des Tages. Danach, also nur für meinen Geschmack. Und danach kommt auf jeden Fall mit Hayabusa, muss ich sagen. Was war das nochmal? Der kommt jetzt. Achso, okay. Den hättest du jetzt bei der Gruppe rausgeworfen? Kenner. Soll ich dir sagen, warum? Okay. Guck mal, ich betrachte das immer so mathematisch, Bruder. Okay. So aufbauend. Guck mal. Der Part von Vito, Bombe. Okay. Die Hook, Bruder, die Bridge war Motherfucker. Mhm. Natürlich auch dank dieses aber das haben ja Shabab und Kenan zusammen gemacht. Mhm. So, dieser Stimmeinsatz von Vito in der Bridge, Motherfucker. Er hat alles richtig gemacht, was er richtig machen konnte. Mhm. Seine Shabab hatte ja auch ab und zu, Kenan meine ich, hatte ja auch ab und zu so kleine Parts. Mhm. Hat ich auch sehr schön angehört. Aber da fand ich die Parts von Vito überwiegen. Okay. Okay. Die haben mehr dazu geführt, dass der Song zu diesem Endprodukt kommt. Okay. Okay. Jetzt kommt die Hook. Ja. Weißt du? Da fand ich aus meiner subjektiven OZN-Sicht Shababs schöne Stimme oder sein Einsatz besser als Kenan. Mhm. Kenan hat auch abgerissen. Ich küsse eure Herzen. Das ist immer so. Das klingt so hart, weißt du, wenn ich sage? Ja, aber Bruder, Walla, ich liebe Kenan. Ich wollte mich auch sowieso mit ihnen in Dortmund treffen. Ich mache auch noch einen Song mit ihnen, mache ich gar keinen Kopf. Aber wenn es jetzt wirklich nur um diesen Song geht, haben Shabab und Vito ein Ticken mehr dazu beigetragen, dass das zu diesem Endprodukt gekommen ist. Das ist meine Meinung. Okay. Aber Kenan natürlich auch sehr, sehr stark. Aber man muss ja einen rauswerfen. Mhm. Deshalb würde es für mich Kenan treffen. Wenn nicht Kenan, dann Vito. Ja. Weil das Glänzende an dem Song ist die Hook. Und ich finde, die Hook hat am besten Shabab gemacht. Mhm. Okay. Das ist so, wie ich das betrachte. Wisst ihr, was ich meine? Also so würde ich als Jury handeln. Okay. Das hat Shabab getroffen. Nein! Nein, Vito.
Walla, ich nein, ich war Schock. Nein, es hat Vito getroffen. Wir okay, haben, aber verstehe ich auch, verstehe ich auch. Aber ja. Weil wir haben das so an, also so wie du es wahrgenommen hast, haben wir es auch ähnlich wahrgenommen mit dem Hook. Das war der absolute Highlight dieses Songs. Auf ne? jeden Fall. Und wir fanden einfach, ein Kenan und Shabab haben so mehr den Song so vorgegeben und ein Vito, hat, sein Rap-Part war stark, aber wir haben halt Defizite bei ihm gesehen, bei diesem Gesangspart, weißt du, wo er in den melodischen Part eingestiegen ist, und im Großen und Ganzen haben Kenan und Shabab in der kompletten Leistung weniger Defizite auf dem Song gehabt als ein Vito, okay, weißt du? Auch so. Sehr nachvollziehbare Erklärung. So. Also, ja, hätte ich auch, hätte man auch mal, also wenn jetzt... Ich hätte alle am liebsten mitgenommen, Bruder. Ob, ja, Walla, aber ob Vito oder Kenan rausfliegt, macht für mich keinen Unterschied. Nur Shabab nicht, ne? Nur der Kurdi nicht. Shabab war stabil, Walla. Nur der Kurdi nicht. Nein, Bruder, warum Kurdi? Bruder, ey, ihr habt das... Nein, Bruder, guck mal, Walla, Shabab hat auch Songs gehabt, wo ich gesagt habe, geil, welche Kurden ich kenne, ne? Ja. Kurden halten immer so hardcore zusammen, ne? Ist so. Ich schwör auf alles, Bruder. Nein, aber Bruder, Walla, er war der Beste auf dem Song. Der meiner Meinung nach. Ja, ja, nein. Okay, okay, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssong aus der Folge. Hayabusa, ja. Boah, der Song ist auch verrückt. Warte, warte, er hat, guck mal, ich habe nur auf TikTok gesehen, Infinite hatte einen Patzer, aber ich habe nichts rausgehört, stimmt das? Ja, ja. Ja, ja. Nein. Aber hier ist nicht der Patzer drin. Also, aber wir können es dir jetzt schon mal sagen, Infinite ist rausgeflogen. Ja, wegen dem Patzer. Wegen, okay, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, aber ich bin jetzt gespannt. Jetzt, weil jetzt ohne. Ich ja den ganzen Song. Genau. Ohne Patzer. Ich will, also ich betrachte nur das. Also ich höre den jetzt auch das erste Mal ohne Patzer tatsächlich. Okay, ne? Ich bin... Ich glaube, den wirst du unnormal feiern. Jetzt bin ich gespannt. Kapuze im Face, ja, wir laufen im Track hier von Under Armour. Zwei von den G's noch im Case, hab bei 20 im Safe für die Gang, man, wir laufen wie Stars. Ja. Mein Team ist Jump, dein Team ist Trap. Mein TP hat Stash gar voll, dein TP hat dein Bubble im Gött. Noch ein Zug von der Goloas Blue, Handy aus dem Bunker. Immer auf Hut, weil ein Bulle der sucht. Man, ich hab was gehört und ich glaub nicht an Zufall. Meine Fresse, die glänzt auch an dunklen Tagen. Wir kennen euch nicht, ihr kennt unsere Namen. Das ist ein Prada-Shirt mit nem runden Kragen. Das ist Second Hand, das ist ungetragen. Kuchna kaino, ti uchif nona. Jom rit ne chuna, per me bo miliona. Lenets lasin ein mili pistola. Das ist Albanisch, ne? Yeah. Mhm. Ich hoffe, meine Mutter, ich dachte am Anfang, Bruder, was labert der? Ich dachte, er hat genuschelt. Walla, krass! Ja, ne? Krass, wie dein Bios-Part noch, warte. Ich hab schon gesehen. Ah, scheiße, schade. Ja. Ey, ich hab mein Online drin. Schade, ja. Aber jetzt guck, die Hooks, Poker, jetzt guck. Bleib mit dem Schuss auf der Strand. Jetzt achte. Aber wieso noch immer die Absen? Downs, mein Fischer, der ist ne? Geil, Bruder! Yo! Immer net belde, Rato sence, boş gezermeyim o iş bende. İstersen istemezsen de, düşmanlarım var benim her yerde. Telefon durmaz, arayanlar çok, her günü meşgul geçer. Geceleri boş caddeler, acaba annem beni affeder mi? Aynalara bakamaz oldum, ben yapamam artık bir selfie. Paz, Bruder! Sen yanıma gel bir, güneş doğmadan gidersen iyi olur kızım, burası oteldir. Bayo! Bruder, ich schwör auf alles, Bruder. Bruder, weißt du, was das Krasse daran ist? Er rappt das so flüssig, Bruder. Das ist ja, das! Aus Türkei. Ja, Bruder, man, kennst du doch Türken aus Deutschland? Ja, dieser Akzent. Ja, dieser Akzent und nicht so flüssig so. Weißt du, Bruder, wenn ich in Türkei... Guck mal, in Deutschland, Bruder, ich denke, ich kann manchmal Türke sein, wenn ich will. Weißt du, was ich meine? Ich gehe so, Abi, Lütfen, Birtanes, Sekiz, Malboro, Rot. Birtanes, Çakmak, kein Problem. Aber wenn ich in Türkei gehe, Bruder, ich wollte nur ein Wasser bestellen. Bruder. Aber der, Bruder, was hat der da gemacht, Alter? Ja, das war wirklich original. Einfach, als wäre das, als würde er leben, so aus Istanbul kommen. So. Verstehst du, was ich meine? Er hat das so, Bruder, wenn ich auf Kurdisch rappen würde oder auf Türkisch, man wird das raushören. Oder und das war ein One-Take bei dem, ne? Überleg mal, im Studio ist nochmal was anderes. Es ist so clean, ja, als würde er nur auf Türkisch rappen. Hm. Weißt du? Das ist das. Gleichzeitig rappt er auch auf Deutsch clean. Ja. Das macht das so brutal. Ja, Mann. Bruder, Leute müssen langsam checken, was Bayo drauf hat, ne? Ja, ne? Ich hab auch gemerkt, der ist voll underrated, Alter. Leute müssen langsam checken, Alter. Aber Bruder, also was er da macht. Guck mal, allein was jetzt, sorry, Bruder, aber allein was jetzt Sonntag kommt, das ist auch auf seine Kappe gewachsen, der Song. Warte einfach ab jetzt Sonntag, was die da gemacht haben, Bro. Traum, Bruder. Wahnsinn, der Typ ist so musikalisch, Bro, das ist krass. Bruder, der ist stark. Er hat doch damals von Farid diese Instalent genau. Bruder, das gewinnt man nicht umsonst, weißt du? Ja, das muss man erstmal machen. Ja, nee, stark. Ich feier auch bei, jo. Mhm. Also er ist jetzt nicht einer meiner Favoriten, aber ich
respektiere ihn als Künstler sehr. Ich sag mal so, bei Bayer, ich hatte ihn nicht so ganz auf dem Schirm, bis Runde 3 ungefähr, bis zum Live-Event. So, er ist immer weitergekommen, weil er gute Leistung abgeliefert hat, natürlich, aber so richtig so, dass ich den so richtig im Blickwinkel hatte, Potenzial kam erst ab Runde 3 in Richtung Finale. Wo wir seine Arbeit haben. Er wurde immer krasser für mich. Ja. Aber so. Ich finde, Runde 2 hat er auch schon abgerissen bei diesem Fluchsong. Da war der auch krass, ja. Ja, mit dem Drill-Part, ne, am Ende. Nein, die Hook hat er ja auch so ein bisschen mitgemacht. Da war der erste Moment, wo ich Bayer so ins Auge gestochen bekommen habe. Ja. Da war so, boah, der ist auch stabil. Okay, weiter geht's. Und er könnte gefährlich werden. Obwohl, nein, keiner. Nein. Warte, Kushna Kainati Ju Shifnona. Boah, Habibi. Das klang sogar gut bei dir. Normal, ich bin doch halb Albaner. Shishai mir, mir te, mir, mir. Wie geht's dir? Mir geht's gut? Ja, genau, voilà, genau. Ich bin auch Albaner, Bruder. Ja, okay. Kushna Kainati Ju Shifnona. Yamrede Juna Barbe Pomir. Jetzt verstehe ich, dass er es hat. Infinite hat nur auf Deutsch gerappt, ne? Ja. Er ist ja Deutscher. Bayos Türk hat nur auf Türkisch gerappt. Yes. Er ist Albaner, hat nur auf Albanisch gemacht. Yes. Teils. Und hat er auch auf Deutsch? Teils Deutsch, ja. Okay, schade. Hätte er nur Albanisch gemacht, dann würde ich das herbe feiern. Aber auch so schon, Bruder, das ist brutal. Ja. Walla, das ist international shit. Ich hoffe, das ist krass, Bruder. Das ist sehr, sehr krass. 100%. Baba, Walla, Walla. Meine Grüße. Aber jetzt stell dir mal vor, keiner hätte gepatzt von denen. Boah, wen hätte man denn dann rausgeworfen? Ich hätte trotzdem Infinite rausgeschmissen. Echt? Ja, Walla Billa, ich schwöre auf alles, Infinite, du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Einer meiner Top-Favoriten gewesen, schon immer bei Icon. Mhm. Aber bei dem Song ist er leider untergegangen. Walla, leider. Okay. Ja. Infinite ist Motherfucker. Okay. Aber er kommt an die Hook von Biggie nicht ran, weil die ist zu krass, Bruder. Okay. Und an Bayos Part kommt er auch nicht ran, Bruder, weil das war auch zu krass, Bruder. Mhm. Sein Part war ein stabiler Part und das war's auch schon wieder. Weißt du, was ich meine, Bruder? Weil die. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Er war jetzt auch nicht viel schlechter als die beiden, aber ich kann auf jeden Fall verstehen. Hättest du ihn auch ohne den Patzer rausgeschmissen? Das, Bruder. Schwer, Bruder. Ich will gar nicht. Ich verstehe, was du meinst, weil bei den anderen, die glänzen jetzt natürlich ein bisschen mehr, weil die jetzt wieder auf eine andere Sprache was machen. Was anderes sollen. Ja, stimmt dann auch. Dann holen die dich wieder nochmal anders ab, so. Weißt du, was ich meine? Schwer, am Ende des Tages muss man sagen. Hat uns das in die Karten gespielt. Hat uns das in die Karten gespielt, dass er gechoked hat, weil die Entscheidung ist uns dann einfach. Aber Walla, Walla, Billa. Infinite war immer eigentlich. Ich glaube, wenn ich so überlege, eigentlich sogar mein Top-Favorit. Hm. Ich schwöre, Infinite, ey, mit dem hätte ich so gerne einen Song gemacht bei Icon, ne? Ich schwöre. So im Knast, ich glaube, das wäre durch. Oh, das wär echt krass. X Infinite wäre so krass, Bruder, gewesen. Ich schwöre auf meine Mutter bei Icon. Ist ja noch nicht so spät, man kann ja noch. Ja, natürlich, Bruder, ich habe auch schon mit ihm telefoniert, wir haben auch geredet. Wenn er irgendwann bei mir in der Nähe ist, soll er vorbeikommen, wenn ich bei ihm in der Nähe bin. Ich komme auch rum. Er ist auch persönlich ein sehr krasser Typ. Ja. Rap-technisch. Motherfucker, kann jeder sagen, was er will. Hier jetzt bei Hayabusa, dieses Projekt, leider. Würde ich ihn rausschmeißen. Aber ich liebe ihn trotzdem. Er ist krass. Okay. Er ist mal. Aber wie fandst du den Song? Den Song? Ey, ich verstehe vollkommen, dass du sagst, das war der beste Song. Meiner Meinung nach der kreativste Song. Mhm. Der außergewöhnlichste Song. Aber rein vom Sound her fand ich den Song von Shabab, Kenan und Vito am besten. Ist ja Geschmackssache am Ende. Ja, voilà, natürlich ist Geschmackssache. Aber ich verstehe ihn auch vollkommen, normal, dass er den Song am besten findet. Ich feiere den ja auch als zweites. Weil jetzt aus Jury-Sicht würde ich den Song auch am besten finden. Weißt du warum? Weil das was Innovatives ist. Die haben sich Gedanken gemacht. Ja, die wollten irgendwas anderes einfach. Genau, einer, das ist cool. So. Die waren kreativ, die haben was erschaffen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, voilà, du sagst es, Bruder. So sehe ich das. Aber nur vom Sound her fand ich den anderen Song besser. Mhm. Aber so von der Idee, vom. Die haben sich mehr Kopf gemacht, habe ich das Gefühl. Ja. So hört sich das an. Ja, Mann. Das war der letzte Song, ne? Ja, Mann. Okay. Voilà, mit dem Video lass doch mal weitermachen. Das war voll Spaß, Alter.